Wer macht einen Kinofilm? Das machen Leute, die sind wahnsinnig. Zumindest wir sind wahnsinnig. Man will Teil davon sein, weil man merkt, hey, da steckt was dahinter, das ist was Gutes. Ich habe mich erstmal total gefreut, dass ich bei so einem großen Projekt mitwirken darf. Und Simon hat ja auch viel erzählt, also wie er das Ganze aufziehen möchte, mit welcher Kamera, und war da total enthusiastisch. Ich weiß noch, er stand da im Kämmerchen und hat schon einen kleinen Höhenflug gehabt und hat schon vor seinem inneren Auge den Film ablaufen gesehen. Und einfach dieser Enthusiasmus, den er mitgebracht hat, hat mich auch bewegt mitzuwirken. Also er war da Feuer und Flamme von der ersten Sekunde an. Und das hat mich noch mehr ermutigt, dann auch Ja zu sagen zu dem Projekt, weil da waren natürlich auch ein paar Stellen, die für mich vielleicht schwieriger gewesen wären, aber letzten Endes dann doch nicht waren. Also ich bin froh, dass ich mitgemacht habe und dass ich mitmachen durfte. Zum einen war es natürlich die Sexszene mit Chris, einfach weil man halt das noch nie so wirklich gemacht hat, und als Frauen haben ja eh sowieso immer Komplexe und denken sich dann immer so, oh nein, wie werde ich denn aussehen in dem Licht und wie wird das auch sein mit dem Spielpartner, wird man sich da verstehen können? Und letzten Endes waren irgendwie die Ängste total unbegründet. Wir hatten dann auch ein paar Proben gehabt und also war eigentlich letzten Endes viel harmloser, als man anfangs immer denkt. Ja, und es macht super viel Spaß. Also wenn man sich mit den Kollegen gut versteht, dann denke ich, kann man jede Szene erfolgreich rocken. An Franziska fand ich so cool, dass sie einfach so eine emotionale Achterbahn durchlebt im Laufe von Decker. Anfangs fängt alles so ganz gemütlich an, sie wachen auf und man lernt die Figur so ein bisschen kennen, merkt schon, dass Franziska ein bisschen geordneter ist und ein bisschen disziplinierter als Chris und dass Chris eigentlich genau das Gegenteil von ihr ist. Aber dass genau das die Magie zwischen den beiden Figuren ist, warum sie überhaupt zusammenfinden. Dann wird es langsam, steigt es auf, die Achterbahn, alles wird emotionaler, sie ist wütend, sie ist enttäuscht von ihm. Und letzten Endes passieren dann diese ganzen Loopings und alles entsteht und am Ende ist die Fahrt zu Ende. Also ich kann es nicht erklären, es ist einfach die Figur, die durchlebt wie so eine Achterbahnfahrt. Also ich habe mir das Drehbuch erstmal durchgelesen und habe die Figur so ein bisschen auf mich wirken lassen und hatte dann auch die Proben mit Simon und konnte dann zusammen mit ihm und den anderen Schauspielern, darunter also Chris, die Figur Chris und Decker, mit ihnen dann die Franziska so ein bisschen erproben im gegenseitigen Spiel, und dann wurde für mich Franziska auch immer plastischer und ja, ich konnte sie immer mehr nachvollziehen, auch ihren Background konnte ich immer mehr nachvollziehen. Ich habe mir so einen kleinen Charakterbogen erstellt und habe mir so überlegt, was die Figur alles so durchlebt hat. Gerade die Geschichte mit ihrem Bruder fand ich sehr interessant. Die ganze Familienkonstellation, die man jetzt im Film nicht mitbekommt, aber die für Franziska sehr ausschlaggebend ist als Figur, habe ich erörtert. Und dann mir halt vor allem die Textstellen immer wieder durchgegangen, immer wieder neue Facetten versucht reinzulegen, neuen Subtext reinzulegen und ja, einfach die Figur leben zu lassen. Die Proben waren sehr interessant. Ich bin froh, dass wir Proben hatten. Es war cool, um erstmal sich überhaupt kennenzulernen. Gerade auch Decker kannte ich davor ja nicht. Und wir hatten sehr viele witzige Momente, witzige Versprecher auch, gerade was den Namen Decker betrifft. Das werden wir dann auch im Making-of vielleicht sehen. Ja, war auf jeden Fall sehr lehrreich. Klar, anfangs hat man so seine Bedenken, ob man diese Nähe, die zu sehen sein wird auf der Kamera oder zu sehen sein soll, ob man die erzeugen kann. Aber es war jetzt mit Dominik gar nicht so schwierig. Gerade auch Simon hat uns da ein bisschen rangeführt. So die ersten Hemmungen wurden dann so beiseite geschoben und dann konnte man loslegen. Man hat auch offen drüber gesprochen, man hat sich mal drüber unterhalten, wie das eigentlich so ist für den einen oder für den anderen.
Und dann war das irgendwann gar kein Problem. Dann war man halt ein Paar auf der Leinwand und dann war das auch okay so. Also so mein erster Drehtag, der war ein bisschen so, okay, jetzt drehe ich gleich, jetzt stehe ich im Mittelpunkt und muss jetzt abliefern. Da war man so ein bisschen gehemmter und man kannte das Team ja noch nicht so wirklich. Man hat nie zusammengearbeitet. Aber dann von Stunde zu Stunde wurde das immer lockerer und immer offener, die Atmosphäre. Man hat immer wieder Witze gemacht, hat zusammen gegessen, hat sich gegenseitig unterstützt, wo man nur konnte. Also es war eigentlich fast so eine kleine Familie. Ich hatte zwar nicht viele Drehtage, es waren, glaube ich, so um die 6 oder um die 7. Aber die Tage, die ich da war, waren auf jeden Fall ein Erlebnis mit allen Beteiligten. Das Gute war, jeder kannte seine Aufgaben. Also selbst ob es jetzt ein kleines oder großes Team war, alles ging nach Plan. Also jeder wusste, was er zu tun hat. Und deshalb hat es auch funktioniert, auch wenn man nicht viele Arme und Beine hatte, die einen da unterstützen, hat es dann doch recht gut geklappt. Und vielleicht macht es auch das aus, also dass, wenn das Team nicht so riesig ist, dass man dann eher an einem Strang ziehen kann und das Projekt dann erfolgreich zum Abschluss bringt. Ackermanns ist erstmal eine sehr schöne Location gewesen für die Situation, in der sich Franziska befindet. Wir sind dann dort angekommen und was ich auch nicht wusste, ist, dass da immer noch Gäste sind und dass sie alle zuschauen und dass wir nicht allein sind dort. Da dachte ich mir auch, oje, oje, jetzt bin ich unter Beschau. Und war ich dann letzten Endes auch. Da war ein Mann, der hat uns immer sehr eifrig beobachtet und hat sich auch sehr eifrig aufgeregt über uns, weil er hätte lieber seinen Wein ohne uns getrunken. Aber es war leider nicht machbar, wir mussten ja dort drehen. Und war auf jeden Fall sehr schön, da zu drehen. Und dort kam es dann auch ein bisschen zu einem kleinen Eklat, weil der Mann sich dann so sehr aufgeregt hat, dass er uns mitten ins eigentlich recht gut laufende Take reingequatscht hat, was mich dann doch ein bisschen aufgeregt hat, weil ja, es ist immer nicht so leicht, gleich den Zugang zu finden. Und wenn er mal da ist, dann freut man sich. Und wenn dann sowas passiert, ist dann schon ein bisschen doof. Aber das, wie mich der Mann aufgeregt hat, hat ja, das kleine bisschen gegeben, was der Szene gefehlt hat. Und dann war die Emotionalität noch stärker und die Szene hat einfach funktioniert. Und es war, ich bin dem Mann sehr dankbar, dass er vor Ort war und dass er sich aufgeregt hat. Was cool war an Michael, dass er keine Hemmungen hatte, er hatte gar keine Ängste gehabt, mal ein bisschen fester zuzupacken. Und das fand ich gut, weil ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man merkt, dass der andere Blockaden hat, ein bisschen fester mal anzulangen, weil dann wirft es einen auch so ein bisschen aus der Emotionalität raus. Aber er war da ganz unbefangen und komm her und hat mich da durchs halbe Foxboro-Eckert gezogen und geschleppt und halb übers Geländer geworfen und war da recht authentisch als Dennis und hat einem wirklich Angst gemacht. Und auch Sandy war sehr furchteinflößend mit ihrem Sadomaso-Outfit. Ja, also auf jeden Fall war es cool, mit Dennis zu arbeiten, also mit Michael. Ich habe einfach diese Atmosphäre gebraucht, um einfach diese Atmosphäre mit allen Sinnen irgendwie wahrzunehmen. Zum einen habe ich Simon darum gebeten, mir zu erzählen, was alles passiert ist. Also bis zu dem Zeitpunkt, als ich entführt wurde, was ist eigentlich in der Nacht alles passiert, bis Franziska dort auf dem Boden liegt und Dennis sie halber übers Gelände zerrt. Und genau diese Bilder, die er in mir hervorgerufen hat durch seine Beschreibungen, haben mir sehr geholfen, das Ganze nachzuverfolgen. Es war wie so ein Film, der durch den Kopf geht und den man als Franziska durchlebt. Und dann habe ich versucht, auch gerade mit dem Sinn halt zu arbeiten, zu hören, wie klingt der Raum. Also zum Beispiel habe ich zu Michael gesagt, er soll mal durch den Raum gehen, ich möchte seine Schritte hören. Und habe dann einfach versucht wahrzunehmen, wie es klingt, wenn die Schritte immer näher sind, immer lauter werden und man gleich diese Anspannung hat. Der Körper, der zieht sich dann zusammen, weil man weiß, gleich kommt derjenige, der einen da ein bisschen mies anpacken wird und man weiß nicht, was passiert, auch dieses Ungewisse. War sehr angenehm, auf jeden Fall. Also Simon ist jemand, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Er weiß, was er will. Er sagt, ich möchte das jetzt gerne so und so haben und ist da sehr kompetent.
Und wenn man mal was nicht versteht, kann man ganz offen fragen und er hilft einem auch. Also er ist ein sehr umgänglicher Regisseur. Man lernt durch ihn auch über sich selbst hinauszuwachsen und ich denke, wir waren da ein gutes Team. Also das allererste Mal, als ich zu Synchro gekommen bin, haben wir uns die Szenen angeschaut und erstmal ohne groß zu synchronisieren, sondern einfach mal so zu probieren, sich ranzutasten, zu schauen, wie ist es überhaupt, wenn man perfekt auf die Lippen die Worte sprechen muss. Und es hat eigentlich anfangs auch gleich ganz gut funktioniert. Also es war jetzt nicht so eine Schwierigkeit, also genau auf die Lippen halt das Ganze zu synchronisieren. Schwieriger war es dann eher, diese Leichtigkeit reinzukriegen, weil wenn man in so einer kleinen Box drin ist und dann kommen vielleicht auch ein bisschen schwierigere Szenen, dann einfach diese Leichtigkeit beizubehalten und einfach die Szene auf sich wirken zu lassen. Aber die Bilder sind halt auch super toll geworden. Die haben dann einem auch geholfen, schnell reinzukommen und ja, und man konnte natürlich sich dann auch nochmal steigern in der Synchro. Zum Beispiel anfangs waren die ersten Szenen ein bisschen holpriger, weil man das Team noch nicht kannte, da konnte man nicht so toll loslassen und dann klangen die Sätze noch so ein bisschen hölzern und gerade bei der Synchro hatte man natürlich genug Chancen, Möglichkeiten, das Ganze nochmal ein bisschen aufzubessern, sich auszuprobieren, neue Nuancen, neue Töne reinzubringen, neue Stimmungen und ja, und dann klang das Ganze doch schon viel besser. Decker war für mich so ein Projekt, wo ich sage, wenn ich rausgehe in die große, weite Welt und viele weitere Kinoproduktionen noch an Land ziehe, einfach so ein Projekt, wo es so sein zu sein hat. Also es war rundum für mich perfekt. Es war eine wunderschöne Zeit, es war eine tolle Atmosphäre, ein tolles Team. Ich hatte eine coole Rolle, also ich konnte mich da auch ein bisschen ausprobieren, ein bisschen ausleben. Wir hatten schöne Locations und es war einfach eine tolle Zeit.